verrückt, dass das verloren geht. Ja? Das, weil in Wirklichkeit auch das schon was ganz Heilsames ist. Ja? Das ist ein Spielen zwischen Knattern und Singen. Das heißt, man macht mit so wenig Luft an den Stimmbändern, dass sie keinen Ton produzieren. Und wenn man ein bisschen mehr gibt, dann kommt er. Ja? Oder irgendeinen Ton nehmen und Luft entziehen. Das ist im Grunde, wenn man es ein bisschen trainiert, die einfachste Art des Untertongesangs. Das kann jeder mitnehmen, wenn er euch wieder traut, das zu tun und nicht so gehorsam zu sein für diese Gesetze, die man einprogrammiert hat, dann ist das pure Entspannung. Wenn ihr im Bett liegt, morgens vorm Aufstehen, einfach mal. Oder wenn ihr Probleme habt, einzuschlafen, ja, auch wunderbar. Ganz toll dann auch zu zweit, und wenn eine Beziehung ist, ist es harmonisiert. Ja, jetzt seid mal ehrlich, es ist Entspannung. Wo hört man denn die Stimme sonst jetzt in eurem Alter? Ja, wann hört ihr die? Wenn ihr sehr entspannt seid, oder? Ja? Das ist ja das Wunder an der Stimme. Ich höre an der Stimme, wie es dem anderen geht. Ja, selbst übers Handy, nach zwei Worten einer bekannten Person, wisst ihr sofort, wie der Mensch drauf ist. Ja? Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, meine Arbeit ist eigentlich das Umgedrehte. Ich ändere die Stimme bei den Menschen und so ändert sich ihre Befindlichkeit. Das heißt, ich gebe ihnen natürlich auch die Sachen mit, ihre Stimme selber zu ändern, so wie ich das euch jetzt gezeigt habe. Das heißt, wenn ihr euch entspannen wollt, nur über die Stimme, jetzt gerade keine Klangschale dabei hat zum Beispiel, ne? Egal wo ihr seid, einfach es funktioniert. Ob sich das Umfeld auch so entspannen kann, das ist nur, weil sie nicht verstehen. Also wenn man es dann erklärt und die Leute mitnimmt, ja, und ihnen auch sagt, komm, lass uns mal in den Kreis stellen und alle zusammen.